Hallo und willkommen zu einem neuen Videotutorial zum Chemieunterricht in der Sekundarstufe 2. Heute mit dem Thema Ermittlung von Oxidationszahlen. Dabei gehe ich darauf ein, was denn überhaupt die Unterschiede bei der Ermittlung sind und insbesondere gehe ich auf den Aspekt Strukturformeln ein. Zu Beginn einmal eine kurze Übersicht. Was ist denn überhaupt eine Oxidationszahl? Eine Oxidationszahl bezieht sich immer auf ein einzelnes Teilchen, das heißt auf ein Atom innerhalb eines Moleküls oder auf ein Ion oder ein Atom in einem Molekülion. Was die Unterschiede sind, gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein. Jedenfalls ist eine Oxidationszahl eine Information über die sogenannte relative Elektronendichte eines Teilchens. Sie kann als positive oder negative Zahl angegeben werden. Dabei schreibt man diese Zahl in römischer oder arabischer Schreibweise. Sie kann positiv oder negativ sein. Wichtig für die Schreibweise ist, dass das Plus- oder Minuszeichen der Zahl vorangestellt wird. An dieser Stelle ist ganz wichtig zu sagen, dass wir es nicht verwechseln dürfen mit anderen Arten der Ladung, die wir bereits kennen. Es handelt sich hierbei nicht um eine ionische Ladung. Es handelt sich hier nicht um Partialladungen und auch nicht um Formalladungen. Das ist entscheidend dafür, dass man hier das Ganze nicht durcheinander wirft. Bei der ionischen Ladung gucke ich mir an, habe ich mehr oder weniger Elektronen als Protonen in einem Teilchen, das nenne ich dann Anion oder Kation. Bei Partialladung frage ich mich, habe ich eine polare oder unpolare Elektronenverbindung vorliegen und wie sind dann Bindungselektronen dauerhaft innerhalb eines Moleküls verschoben. Und bei den Formalladungen gucke ich mir das Ganze an, wenn ich eine homolytische Spaltung von Bindungen mache. Wie man Oxidationszahlen ermittelt, darauf gehe ich jetzt im Folgenden ein. Der erste Schritt bei der Ermittlung von Oxidationszahlen ist zu schauen, ob ich Elemente oder Verbindungen vorliegen habe. Das erkenne ich daran, ob der Stoff auf Teilchenebene nur aus einer Sorte Teilchen besteht, dann habe ich nämlich ein Element vorliegen, oder ob ich mehrere Teilchen verschiedener Elemente zusammen verbunden habe, dann liegt eine Verbindung vor. Starten wir mit dem Ast Elemente. Bei den Elementen ist es so, dass die Oxidationsstufe 0 vorliegt. Das heißt, bei elementaren Metallen, zum Beispiel Eisen, Lithium oder Magnesium, ordnen sich die Atome im Metallgitter an. Bei Nichtmetallen kann es sein, dass wir biatomare Gase haben, zum Beispiel bei Sauerstoff, Stickstoff oder Fluor. Oder bei den Edelgasen, dort ist es so, dass die Atome einzeln vorliegen. Entscheidend ist, wenn ein Element vorliegt, werden den Teilchen die Oxidationsstufe 0 zugeordnet. Das würde man dann so schreiben, dass man hier über dem Elementsymbol Li für Lithium oder Eisen Fe jeweils eine plus-minus 0 schreibt. Ich habe jetzt auch nochmal das Beispiel Stickstoff hier aufgeführt. Für elementaren Stickstoff würde man es so machen, dass diese plus-minus 0 über dem N, was ja hier das Elementsymbol für Stickstoff ist, steht. Auf die 2 hier unten bezieht sich die Oxidationszahl entsprechend nicht. Die andere Möglichkeit ist, dass nicht ein Element, sondern eine Verbindung vorliegt. Bei Verbindungen ist es so, dass sich Atome verschiedener Elemente entweder durch eine Elektronenpaarbindung oder durch eine Ionenbindung miteinander verbinden. Starten wir bei der Ionenbindung, die hier dargestellt ist, und zwar mit den Beispielen Natriumchlorid und Natriumhydrogencarbonat. Beide Stoffe, die man beim Backen benutzt, Natriumchlorid, das ist das gute alte Kochsalz, während Natriumhydrogencarbonat als Backtriebmittel im Backpulver eingesetzt wird. Der erste Schritt ist hier zu ermitteln, welche Ionen in den Verbindungen enthalten sind. Das ist einmal hier das Kation Natrium, das Anion Chlorid, und hier das Kation wieder Natrium und das Anion Hydrogencarbonat. Natrium und Chlorid bilden hier an dieser Stelle jeweils monoatomare Ionen, das heißt Ionen, die aus einem Atom gebildet wurden, während es sich beim Hydrogencarbonat um ein Molekül handelt, was aus verschiedenen Atomen zusammengesetzt ist. Starten wir hier mit den monoatomaren Ionen. Bei den monoatomaren Ionen ist es so, dass die Oxidationszahl der Ladung des Ions entspricht. Schreiben wir das Ganze nicht als Verhältnisformel, wie hier oben dargestellt, dann würden wir feststellen, dass Na mit Na plus eine einfach positive Ladung hat, Cl minus mit minus 1 eine einfach negative Ladung hat und dementsprechend wäre die Oxidationszahl hier gleich der Ladung des Ions.
Dementsprechend können wir die Oxidationszahlen hier über die Elementsymbole in den Verhältnisformeln schreiben. Beim Hydrogencarbonat müssen wir jetzt am ersten Molekülionen weitergehen, denn dort liegt eine Elektronenpaarbindung fort, was wir uns im Folgenden genauer anschauen müssen. Für das Hydrogencarbonat gilt das gleiche wie für alle anderen Teilchen, die aus Atomen bestehen, die mit polarer oder unpolarer Elektronenpaarbindung miteinander verbunden sind. Der erste Schritt zur Ermittlung der Oxidationszahlen ist hier, die Strukturformel des Moleküls zu zeichnen. Das habe ich hier einmal gemacht. Wir sehen hier das Kohlenstoffatom, was in der Mitte des Moleküls ist, verbunden mit je zwei Sauerstoffatomen, einmal mit einer Einfachbindung, einmal mit einer Doppelbindung, sowie mit einem Sauerstoffatom, was mit einem weiteren Wasserstoffatom verbunden ist. Hier angedeutet ist, dass durch diese negative Ladung das gesamte Teilchen einfach negativ geladen ist. Der nächste Schritt ist, die Elektronegativitätswerte für die einzelnen Elemente herauszuarbeiten. Ich habe das hier einmal direkt angegeben. Möglich wäre es, das zum Beispiel im Periodensystem der Elemente nachzuschlagen. Entscheidend ist nun, dass wir uns immer eine dieser Elektronenpaarbindungen angucken. Ich habe jetzt einmal die erste Bindung hier gelb markiert, um zu zeigen, dass es um die geht. Und jetzt ist es so, dass wir wissen, diese Elektronen in der Elektronenpaarbindung sind Teil der Außenschale vom Sauerstoff- und Kohlenstoffatom. Aber wir werden jetzt bei der Ermittlung von Oxidationszahlen so tun, als ob sie nur einem der beiden Atome zugesprochen werden. Dieser Schritt nennt sich auch formale Heterolyse. Das heißt, wir werden formal, also nur in Gedanken, diese Bindung einem der beiden Bindungspartner zusprechen. Dabei orientieren wir uns an den hier angegebenen Elektronegativitätswerten. Diese Bindung wird immer dem Atom zugesprochen, welches die höhere Elektronegativität hat. In diesem Fall ist es das Sauerstoffatom. Sauerstoff hat mit 3,5 eine höhere Elektronegativität als Kohlenstoff mit 2,5. Dass dieses Elektronenpaar dem Sauerstoffatom zugeordnet wird, kann man andeuten, indem man hier so einen Strich macht, um anzuzeigen, dass es zu diesem Atom gehört. Das gleiche kann man natürlich dann auch für alle anderen Elektronenpaarbindungen im Molekül machen. Wichtig ist hier an dieser Stelle, wenn es sich um eine Doppelbindung handelt, dann werden auch hier jeweils beide Elektronenpaare vollkommen dem Sauerstoffatom zugeordnet und hier dieses Elektronenpaar auch nicht dem Kohlenstoffatom in der Mitte, sondern diesem Sauerstoffatom. Zuletzt macht man das auch noch für die Elektronenpaarbindung zwischen Sauerstoff- und Wasserstoffatom. Sauerstoff hat mit 3,5 einen höheren Elektronegativitätswert als Wasserstoff. Dementsprechend wird auch hier einmal der Strich so gemacht, sodass dieses Elektronenpaar dem Sauerstoffatom hier zugesprochen wird. Im nächsten Schritt wird nun diese Anzahl an zugeordneten Elektronen verglichen mit der Anzahl von Elektronen, die ein Atom im Grundzustand hat. Für die Anzahl der Elektronen im Grundzustand schauen wir einmal ins Periodensystem. Aus dem Periodensystem erkennen wir nämlich an der Zahl der Hauptgruppe, hier oben die 1 für Wasserstoff, die 4 für Kohlenstoff und die 6 für Sauerstoff, wie viele Elektronen ein Atom im Grundzustand in seiner Außenschale hat. Wichtig an dieser Stelle, wir betrachten wie bei der Strukturformel nur die Elektronen in der Außenschale, dementsprechend die Hauptgruppennummer und nicht die Anzahl von Elektronen im gesamten Atom. Das habe ich dann einmal hier aufgeschrieben, die 4 für Kohlenstoff, die 6 für Sauerstoff und die 1 für Wasserstoff bedeutet hier entsprechend die Anzahl an Elektronen in der Außenschale im Grundzustand. Um das Ganze dann vielleicht etwas übersichtlich zu gestalten, habe ich das jetzt mal in Form einer Tabelle angelegt. Hier einmal die Anzahl der zugesprochenen Elektronen, was wir uns jetzt hier für die Sauerstoffatome nochmal angucken. Dieses Sauerstoffatom hier unten links hat zum Beispiel diese zwei Elektronen aus der Elektronenpaarbindung zugesprochen bekommen. Weiterhin zählen an dieser Stelle auch alle drei anderen freien Elektronenpaare mit in die Rechnung rein, weshalb wir hier auf 8 zugesprochene Elektronen kommen. Das gleiche würde dabei herauskommen, wenn wir bei diesem Sauerstoffatom die zugesprochenen Elektronenpaare betrachten, ebenso bei diesem. Dementsprechend werden allen Sauerstoffatomen 8 Elektronen zugesprochen. Im Grundzustand hat ein Sauerstoffatom allerdings nur 6 Elektronen,
weshalb hier eine Oxidationszahl von minus 2 resultiert. Das kommt daher, dass die zwei überschüssigen Elektronen zwei zusätzliche negative Ladungen im Vergleich zum Grundzustand mitbringen und dementsprechend eine zweifach negative Oxidationszahl ergeht. Beim Kohlenstoffatom hier in der Mitte ist es so, dass ihm keine Elektronen aus den Elektronenpaarbindungen zugesprochen werden, entsprechend 0 zugesprochene Elektronen im Vergleich mit dem Grundzustand, wo es 4 sind, sind es daher 4 weniger, weshalb 4 negative Ladungen im Vergleich zum Grundzustand fehlen und dementsprechend eine Oxidationszahl von plus 4 am Kohlenstoffatom. Beim Wasserstoffatom geht es ganz schnell. Wir sehen hier, die eine Elektronenpaarbindung wurde dem Wasserstoffatom nicht zugesprochen, dementsprechend 0 zugesprochene Elektronen im Vergleich zu einem Elektron im Grundzustand. Es resultiert die Oxidationszahl plus 1. Eine nette kleine Nebeninformation ist, dass die Summe aller Oxidationszahlen innerhalb eines Moleküls immer seiner Gesamtladung nach außen hin entspricht. Ich habe das einmal hier in Rot noch daneben geschrieben. Wir haben 3 Sauerstoffatome im Molekül, dementsprechend die Oxidationszahl minus 2 mit 3 multipliziert auf den Gesamtwert minus 6. Wir haben ein Kohlenstoffatom mit Oxidationszahl plus 4, was dann entsprechend plus 4 macht. Ebenso ein Wasserstoffatom mit Oxidationszahl plus 1, was den Wert plus 1 ergibt. Summiert man das Ganze jetzt auf, haben wir eine Zahl von minus 1 als Ergebnis, was entsprechend hier der negativen Ladung des gesamten Hydrogencarbonat-Anions entspricht. Damit sind wir eigentlich einmal durch dieses Schema. Wir haben einmal für Elemente, einmal für monoatomare Ionen und auch für Molekülionen das Ganze ermittelt mit den Oxidationszahlen. Ich werde jetzt noch ein Beispiel zeigen, wo es um ein Molekül geht, allerdings nicht um ein Molekülion, sondern um das Ethanolmolekül. Die Oxidation von Alkoholen ist ein Klassiker im Chemieunterricht der Oberstufe, weshalb wir uns das Ganze hier mit den Oxidationszahlen noch einmal am Molekül Ethanol anschauen. Hier drunter geschrieben habe ich schon einmal die Elektronegativitätswerte, die wir auch gleich an dieser Stelle benötigen werden. Wichtig auch an dieser Stelle, wir betrachten zunächst jede einzelne Bindung, um hinterher für jedes einzelne Atom in diesem Molekül eine Oxidationszahl zu ermitteln. Der nächste Schritt nach dem Feststellen der Elektronegativitätswerte ist die Aufteilung der Bindungselektronen. Hier haben wir wieder den Fall, dass die Elektronegativität von Kohlenstoff höher ist als die von Wasserstoff, weshalb zum Beispiel diese Elektronenverbindung dem Kohlenstoff und nicht dem Wasserstoffatom zugesprochen wird. Eine Besonderheit sehen wir jetzt hier, nämlich dass wir zwei Atome haben, deren Elektronegativitätswert gleich ist. Dementsprechend werden hier die Elektronen jeweils zur Hälfte beiden Partnern zugesprochen. Das heißt, für dieses Kohlenstoffatom und für dieses Kohlenstoffatom jeweils ein Elektron aus dieser Elektronenpaarbindung. Wenn man dann wieder gegenüberstellt, wie viele Elektronen den einzelnen Atomen zugesprochen wurden und wie viel sie im Grundzustand haben, dann kommen wir hier beim Sauerstoffatom wieder auf 2, 4, 6, 8 Elektronen gegenüber dem Grundzustand. Von 6 sind dies 2 mehr. Entsprechend resultiert die Oxidationszahl minus 2. Bei den Wasserstoffatomen ist es jedes Mal so, dass ihnen keine Elektronen zugesprochen werden und daher jedes Mal für die Wasserstoffatome die Oxidationszahl plus 1. Bei den Kohlenstoffatomen ist es so, dass sich unterschiedliche Werte ergeben für dieses und für dieses Kohlenstoffatom, weil wir hier unterschiedliche Bindungspartner haben. Dieses Kohlenstoffatom ist beispielsweise an ein Sauerstoffmolekül gebunden, wo es hier die Elektronenpaarbindung nicht bekommt. Hingegen ist dieses Kohlenstoffatom an ein Wasserstoffatom gebunden an dieser Stelle, wo ihm die Elektronenpaarbindung zugesprochen wird. Daher müssten wir an dieser Stelle unterscheiden, ich habe das jetzt mal nummeriert, das C1 und das C2-Molekül, für die wir hier unterschiedlich jeweils die zugesprochenen Elektronen ermitteln. Geht man nun analog vor, dann ermittelt man, dass am C1-Kohlenstoffatom hier 5 Bindungselektronen zugesprochen werden, jeweils dieses und dieses Elektronenpaar, das sind dann 4 und hier 1, was zusätzlich zugesprochen wird. Daher resultiert die Oxidationszahl
minus 1. Am C2-Kohlenstoffatom ist es so, dass hier ein Elektron aus der Elektronenpaarbindung zugesprochen wird, ebenso drei Elektronenpaarbindungen mit den Wasserstoffatomen, weshalb der Wert minus 3 resultiert. Das Ganze kann man jetzt auch an die Atome im Molekül selber dran schreiben. Das sehe dann so aus, es wird etwas unübersichtlich, weshalb an dieser Stelle vor allem wichtig wäre, nur für diese beiden Kohlenstoffatome hier den Wert anzugeben. Interessant in der organischen Chemie sind die Oxidationszahlen an Kohlenstoffatomen, weil sich die von Wasserstoffatomen und von Sauerstoffatomen in aller Regel nicht ändern. Damit bin ich am Ende dieses Videotutorials. Ich hoffe, ihr habt herausfinden können, was es mit Oxidationszahlen auf sich hat, wie man sie ermittelt. Ich habe noch ein weiteres Videotutorial reingestellt, wie man Oxidationszahlen nicht mit Hilfe der Struktur, sondern mit Hilfe der Verhältnisformel ermitteln kann. Da könnt ihr mal reinschauen und eventuell Unterschiede und Gemeinsamkeiten entdecken. Falls es noch Fragen gibt, stellt sie im Unterricht oder schreibt sie in die Comments. Bis dann!